Ein Mitarbeiter der Flughafenbehörde erklärt mir, was dahinter stecken könnte. Vor die Kamera will er nicht. Also es ist eigentlich sehr einfach. Die VW-Töchter, die klingen wie Fluggesellschaften, haben hier auf den Caymans Flugzeuge registriert. Und die könnten jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Sie vermieten das Flugzeug an VW in Deutschland. Die Einnahmen kassiert eine VW-Tochter in den USA, über die Flugzeuge steuerfrei registriert wurden. Die haben hier alle Büros in diesem Gebäude. In this building. Offices, Büros like im Sinne von Briefkästen. There's over 200,000 corporations that have, ja, hier sitzen mehr als 200.000 Firmen. Building, like a Dropbox. Mehr als 200.000 in diesem kleinen Gebäude. Zum Beispiel Siemens, Coca-Cola, Deutsche Telekom, Apple, Allianz, Kentucky Fried Chicken, Adidas, Lufthansa, Daimler, BMW und Volkswagen. So, wenn wir schon eine Briefkastenfirma haben, dann habe ich hier auch einen Brief zum Einschmeißen. Mit meinen Fragen an Volkswagen. We got a letter from Volkswagen. Ich habe hier einen Brief für Volkswagen. Hat Volkswagen hier einen Sitz? Ich würde gerne meinen Brief loswerden. Volkswagen? VW hat hier immerhin mehr als 10 Töchter registriert, wohl Briefkastenfirmen. Nobody of Volkswagen here? Niemand von Volkswagen hier? Ach so, hier arbeitet gar keiner von Volkswagen. So nobody of Volkswagen is working here. Na, okay. Also nehmen wir unsere Fragen mit zur Firmenzentrale nach Wolfsburg. VW zahlte 2012 weltweit 3,6 Milliarden Euro Steuern. Ein Großteil davon in Deutschland. Übrig bleiben 21,9 Milliarden Euro Gewinn. So viel verdient hat noch kein DAX-Konzern je zuvor. Ein Interview bekommen wir nicht. Herr Schück hier, hallo. Dann während unserer Dreharbeiten. Grüß Sie. Besuch vom Werksschutz. Der Pressesprecher am Telefon. Nee, wir stehen vorm Gelände. Wir hatten ja die Fragen geschickt und wollten eigentlich ja die Antworten haben. Jetzt hatten sie uns. Heute kriegen wir die Antworten schriftlich. Ach, das ist doch toll. Die Steuerquote von VW ist in 5 Jahren drastisch gesunken. Laut Geschäftsbericht von 37 auf rund 15%. Nicht Steueroptimierung sei der Grund, so VW, sondern Sondereffekte, wie Porsche-Übernahme oder At-Equity-Beteiligungen in China. Gleichzeitig gibt der Konzern aber zu, die angesprochenen Beteiligungserträge der Volkswagen International Finance unterliegen in den Niederlanden in der Tat keiner weiteren Besteuerung. Der Verbleib der entsprechenden Beteiligungserträge in den Niederlanden entspricht dem Industriestandard. Industriestandard. Und die Briefkastenfirmen im Steuerparadies Delaware? Die Registrierung verschiedener US-Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns in Delaware hat keine steuerlichen, sondern gesellschaftsrechtliche Gründe. Delaware verfügt über ein übersichtlich strukturiertes und anwenderfreundliches Gesellschaftsrecht. Bleibt die Frage, warum hat VW Flugzeuge in der Karibik registriert? Ausschlaggebend hierfür sind nicht steuerliche, sondern sicherheitstechnische Aspekte. Die Registrierung auf den Cayman Islands erschwert die Identifizierung des Halters der Flugzeuge. Apropos, am VW-Stammflughafen in Braunschweig finden wir endlich die Flieger, die wir in der Karibik gesucht haben. Unter der Sonne der Cayman Islands registriert und hier im Schnee von Braunschweig stationiert die Flugzeugstaffel von Volkswagen. Von der Besucherterrasse leicht zu sehen, der Volkswagen Airbus mit der Cayman-Kennung VPC-VX. Volkswagen gehört zu 1/5 dem Land Niedersachsen. Der Ministerpräsident des Landes sitzt im Aufsichtsrat. Er verweist auf die Stellungnahme des VW-Konzerns. Darüber hinaus möchte er sich selbst nicht äußern. Die internationale Politik will das Problem der Steuervermeidung grundsätzlich angehen. Den Staaten entgehen auf der ganzen Welt Milliardeneinnahmen und das in Zeiten der Finanzkrise. Moskau, Februar 2013. Treffen der G20-Finanzminister. Auf der Agenda die Steuerpraktiken der Großkonzerne. Der deutsche Finanzminister Schäuble startet eine Initiative gegen Steuervermeidung. Zusammen mit seinen Kollegen aus England und Frankreich.
sowie der Internationalen Wirtschaftsorganisation OECD. Jo Schück von ZDF. Herr Schäuble, wenn wir über Steuervermeidung sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Internetkonzerne, Apple, Google, Facebook und so weiter. Wir sprechen ja über alle Großkonzerne auf der ganzen Welt, übrigens auch in Deutschland. Nahezu jeder deutsche DAX-Konzern hat Briefkastenfirmen in der Karibik, in Delaware und so weiter. Viele Mittelständler und auch der normale Steuerzahler werden meiner Erfahrung nach langsam ein wenig wütend. Wie wollen Sie denn jetzt zum Beispiel die deutschen Großkonzerne an die Kandare nehmen? Jedes Unternehmen muss ja versuchen, die steuerlich günstigsten Möglichkeiten herauszufinden. Wer also multinational tätig ist, wird dann, wenn er durch bestimmte Verlagerungen, durch andere Weise seine Steuerbelastung reduzieren kann, das ist nicht illegal, sondern legal. Und infolgedessen ist es Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Regeln zu schaffen, die die Voraussetzungen dafür leisten, dass die tatsächliche Geschäftstätigkeit dort erfasst wird, wo sie geleistet wird. Wie diese Regeln konkret aussehen sollen, weiß auch Schäuble noch nicht. Und erst recht nicht, ob sich die Staaten darauf einigen können. Und wann? Doch neue Regeln müssen dringend her, so der Generalsekretär der OECD. Es ist eine Frage des Ausmaßes. Die Firmen sind so weit gegangen, wie wir es ihnen erlaubt haben. Okay? Also könnte man behaupten, die Konzerne haben keine Schuld. Ich aber glaube, die Firmen haben das System nicht nur genutzt, sondern auch missbraucht. Was heißt das denn für die Gesellschaft? Heutzutage will jedes Land sein Haushaltsdefizit reduzieren, jeder will Schulden abbauen, alle bemühen sich. Aber wenn dein Steuereinkommen sehr klein ist, weil die großen Konzerne nicht zahlen, dann hast du ein Problem. Dann musst du den Rest der Bevölkerung stärker besteuern. In meiner Vorstellung wäre eine Welt ohne Steuervermeidung eine Welt, in der Deutschland weniger Schulden hätte, wo die europäische Finanzkrise nicht so krass ausgefallen wäre und wo kein Land der Welt mehr pleite gehen müsste. Das ist eine mögliche Welt. Das ist genau die Welt, die wir anstreben sollten. Das ist eine Welt, für die wir arbeiten sollten. Eine Welt, für die wir arbeiten sollten? Also, nochmal von vorne. Deutschland ohne Schuldenberg. Europa ohne Finanzkrise. Eine Welt, in der kein Land mehr pleite gehen muss. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Soweit zu den Steuertricks der Konzerne. Herr Schwedhelm, was ärgert Sie an diesem Film? Er ist polemisch und nicht wirklich objektiv informierend. Denn, was müssten Sie gerade stellen? Was dort geschildert wird, ist ja eine Vermischung zwischen gegebener Rechtslage, dass man natürlich, wie Herr Schäuble ja auch sagt, sich als Unternehmen den Weg sucht, möglichst günstig, steuergünstig zu arbeiten. Das wird verbunden dann immer mit illegalem Handeln. Das muss man sehr sauber auseinanderhalten. Jedenfalls ist das unsere Aufgabe als Anwalt und als Jurist, das auseinanderzuhalten. Also das, was erlaubt ist, ist in Ordnung. Und das, was nicht erlaubt ist nach dem Gesetz, ist nicht in Ordnung. Alles andere ist eine Vermischung von zwei verschiedenen Ebenen. Und die Aussage, der deutsche Staat, insbesondere der deutsche Staat, könne dort nicht zugreifen, ist schlicht und einfach falsch. Die deutschen Steuergesetze haben ein sehr breites Instrumentarium, wie man gerade in diesen Fällen, wo mit Auslandsgesellschaften gearbeitet wird, sehr wohl auf die Steuern zugreifen kann. Und der deutsche Betriebsprüfer prüft sehr sorgfältig, wo denn der Gewinn entstanden ist, ob hier in Deutschland oder auf den Cayman Islands. Also Sie meinen, die Ermittlungsbehörden sind gut ausgestattet, die Gesetze passen? Die Ermittlungsbehörden sind perfekt ausgestattet. Sie haben das gesetzliche Instrumentarium. Betriebsprüfer sind sehr, sehr gut ausgebildet, haben auch eine Nase, wo etwas nicht stimmt. Es gibt die Steuerfahndung, die darüber hinaus ermitteln kann, mit einer Machtfülle ausgestattet ist, wie sonst keine andere Behörde. Also zumindest aus deutscher Sicht sind diese Vorwürfe
nicht berechtigt. Der deutsche Staat ist aus meiner Sicht da sehr gut aufgestellt. Und Sie haben kein Problem damit, dass große Konzerne, die das Geld hier bei uns in Deutschland erwirtschaften, hier das aber nicht unbedingt versteuern müssen, weil sie mit Lizenznehmern und Briefkastenfirmen und so weiter das Geld dann ins Ausland verschieben können und entsprechend sich so kleinreden. Damit haben Sie kein Problem. Das, was Sie machen, ist genau das, die Vermischung von Legalem und Illegalem. Politisch gesehen haben Sie damit kein Problem. Politisch gesehen habe ich damit kein Problem, wenn es legal läuft und die Erträge, die hier erwirtschaftet sind, auch hier versteuert werden. So sieht es das Gesetz vor. Also es ist legal, also ist es gut. Ob da die Gesetze gut sind und das, was im Gesetz steht, gut ist, ist ein anderes Thema. Ich als Jurist, meine Aufgabe ist es, die Gesetze anzuwenden. Dafür gibt es sie. Ob Gesetze geändert werden müssen aus politischen Gründen, ob sie lieber mehr höhere Steuersätze anwenden oder geringere Steuersätze anwenden, das ist eine politische Frage, die werden durch Wahlen entschieden. Herr Henn, sehen Sie das auch so oder meinen Sie, die Konzerne müssten doch noch stärker zur Kasse gebeten werden? Also ich denke, der Film macht an keiner Stelle Falschbehauptungen, was illegal und was legal ist. Er stellt das ziemlich sauber dar. Er greift eher in dem Sinne zu kurz, dass er eben das ganze Problem nicht erfassen kann. Er kann andeuten, dass wir da so eine Briefkastenfirma haben, die eigentlich kein normaler Mensch so nachvollziehen kann. Aber er kann nicht wirklich Licht ins gesamte Dunkel bringen, was wir da haben und was eigentlich auch unbestritten ist. Und ich denke, es zeigt zumindest auch in diesen Ansätzen, dass da ein großes Problem ist. Und dass sozusagen hier überhaupt kein Problem wäre, kann ich auf keinen Fall teilen. Die OECD zum Beispiel, die seit Jahrzehnten ja an dem Steuerthema auch arbeitet, die gibt inzwischen selber offen zu, dass die aktuellen Regeln, die wir haben, die auch im größten Teil dann abgebildet sind im deutschen Steuerrecht, anscheinend nicht ausreichend sind, weil wenn dann ein paar kleine Inseln Investmentströme haben wie ganz große Industriestaaten, dann sagt ja auch die OECD, dass irgendwas mit dem System nicht ganz in Ordnung ist, dass anscheinend die Anreize, die da immer noch bestehen und die auch genutzt werden, nicht richtig funktional sind für ein gerechtes und sinnvolles Steuersystem. Was müsste Ihrer Meinung nach korrigiert werden? Also es müssen neue Gesetze her. Also wir hatten ja lange Zeit, Jahrzehnte immer auch das Ziel, gerade im deutschen auch Steuerrecht und Außensteuerrecht, sehr stark doppelte Besteuerung zu vermeiden. Was in manchen Situationen vielleicht sinnvoll sein kann, dass wirklich nicht ungerecht besteuert wird. Aber das ging ja so weit, dass wir inzwischen das Gegenteil haben. Und das wird auch seit vielleicht einem Jahr von der Politik erkannt. Die EU-Kommission, jetzt auch die Bundesregierung, sagen alle, wir müssen schauen, dass wir nicht doppelte Nichtbesteuerung haben. Also dass ein Finanzfluss in keinem Staat mehr wirklich besteuert wird, weil wir das einfach real haben. Und die Bundesregierung, die denkt anscheinend auch, dass hier die Mittel noch nicht ganz ausreichen, weil die hat zum Beispiel letzte Woche eine neue Verhandlungsgrundlage vorgestellt für Doppelbesteuerungsabkommen, wo genau diese Fragen geklärt werden, wie wird besteuert, und hat da eben ganz viele Neuerungen reingenommen, wie besser besteuert werden kann. Aber was hat jetzt die Doppelbesteuerung mit dem zu tun, was wir im Film gesehen haben, dass nämlich Gewinne von Firmen im Ausland anders deklariert oder investiert werden können, um entsprechend hier auch Steuern zu bezahlen? Es hat sehr viel damit zu tun, weil genau in diesem Abkommen wird geregelt, wie die Konzerne eben steuerlich erfasst werden. Wo wird welcher Ertrag im Ausland, im Inland, wie genau besteuert? Das wird in diesem Abkommen und im deutschen Außensteuerrecht festgelegt. Und es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die schon erwähnt wurden, die auch zum Teil wirklich also wichtige Schranken sind für eine Gewinnverschiebung, die dann zu einer falschen oder Nullbesteuerung führt. Aber es gibt da genug Lücken und eben die Bundesregierung selber hat das erkannt, dass sie jetzt nachbessern muss, weil immer noch so viel möglich ist. Und ein Problem, was auch alle meines Erachtens einhellig sehen, ist, dass bestimmte Konzerne aus dem Ausland heraus hier aktiv sein können, also Starbucks, Google, diese Fälle, die auch viel in der Presse waren, wo eben in Deutschland, wo eigentlich Aktivität da ist, die ja jeder sieht, nicht mehr besteuerbar ist. Und das wird eigentlich, denke ich mal, auch als Problem gesehen. Das ist aber nicht immer jetzt dann nur eben, also da muss man unterscheiden zwischen dem, was die ausländischen Konzerne machen und dem, was die deutschen Konzerne machen. Aber auch bei deutschen Konzernen, allen voran die Deutsche Bank zum Beispiel mit ihren vielen Töchtern, glaube ich, müsste man noch viel genauer hinschauen, was da wirklich passiert, weil es ist einfach nicht rational, dass sie so viele Steueroasentöchter haben. Herr Schwedhelm, Sie schütteln den Kopf. Ja, das vereinfacht das Ganze eben viel zu sehr. Wenn Sie sich Starbucks beispielsweise ansehen, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Wenn dieses amerikanische Unternehmen nach Deutschland kommt und sein gesamtes Know-how, seine Marketingauftritt der deutschen Tochter überlässt, kann sie natürlich dafür Lizenzzahlungen bekommen. Das würde sie, wenn es ein fremder Dritter wäre, ja auch tun. Wenn Sie eine solche Idee haben und würden jetzt nach China gehen, würden Sie das den Chinesen ja auch nicht für umsonst überlassen, sondern Sie würden sagen, da hätte ich gerne Lizenzzahlung für. Das einzige Problem an der Geschichte ist immer zu prüfen, was ist die richtige Lizenzzahlung? Ist die zu hoch? Ist die zu niedrig? Was ist angemessen? Aber das sind typische Fragestellungen, die man nicht mit dem Gesetz lösen kann, sondern die gelöst werden über die Betriebs-
Rechtsprüfung, über die Auseinandersetzung mit dem Fiskus und letztendlich durch ein Gericht. Ich nehme mal an, Sie beide sind aber in einem Punkt einig, nämlich dass es mehr Transparenz bedarf. Also es kann ja nicht sein, dass wir über solche Umwege erfahren, dass es irgendwo Briefkastenfirmen sind, die noch nicht mal einen Briefkasten haben und so weiter und so fort. Also Transparenz sollte schon da sein oder nicht? Haben Sie eben gesagt? Ich habe kein Problem damit, mit mehr Transparenz. Und das ist sicherlich, da würden wir wahrscheinlich übereinstimmen, eine Aufgabe der Politik, mit diesen Ländern, die besonders günstige Steuersituationen haben, Abkommen zu schaffen, die es dem deutschen Fiskus ermöglicht, dort Informationen zu bekommen. Das halte ich für absolut legitim. Und